Moinsen, es gibt eine neue Folge Judge Dizzy und was dort passiert, erfährst du nach dem Intro. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren vor Gericht. Ich grüße Sie. Okay, da haben wir es geölt. Sind Sie bereit für die heutige Veranstaltung vor Gericht? Es gibt mal wieder ein schönes Potpourri an Bösewichten, die einen Schlag auf die Eichel brauchen. Ja, jetzt fragen Sie sich natürlich, wie? Schlag auf die Eichel? Ja, direkt rauf auf den Pimmel. Kann man so sagen vor Gericht? Ist in Ordnung. Dazu bewegen wir uns jetzt natürlich gleich mal in den Raum mit der Beweisaufnahme. Ich muss mal hier schnell alles öffnen. Warten Sie. Und dann muss ich mal gucken. Es wurde gestern Abend mit der Staatsanwaltschaft ein Potpourri zusammengesucht. Und da gehen wir rein. Da machen wir jetzt Bum-Bang. Der erste Fall. Ohne Nummer. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Man könnte auch die Suchfunktion benutzen. Wäre einfacher. Machen wir. Wo haben wir denn? Hier. Ah, causing a collision. Auf Misano, meine Damen und Herren. Das ist doch von Herrn Schuggart die Lieblingsstrecke. Kennen Sie Herrn Schuggart? Kennen Sie zufällig Herrn Schuggart? Falls Sie eine Subskribierung übrig haben für dieses wundervolle Gerichtsprogramm, können Sie es auslösen und dann können Sie Herrn Schuggart hören. Herr Schuggart ist dort legendär und auch sehr bekannt, denn er sammelt dort sehr viele Trackers. Nun gut, schauen wir mal rein, was wir hier haben. Das müsste hier sein. Das ist nicht hier. Das ist hier. Schon lange nicht mehr die Knöpfe gedrückt. Gucken wir mal. Naja, ich würde sagen, es ist ein Klassiker. You can't park that there, mate. Fuck off! Ruhe im Gerichtssaal. Shh. Da würde ich aber mal eine gepflegte 1-0 reinpacken. Ist das eine 1-0? Lassen Sie uns mal ganz kurz überlegen. Nee, es ist eine 0-6, keine 1-0. Nee, das ist einfach ganz klar ein bisschen verbremst und nicht auf den Vordermann geachtet. Das ist ein Klassiker. Wir fangen ja immer mit Klassikern an. Ganz gemütlich. Ne? Einfach mal ein bisschen weniger aufpassen und mal kurz reinhalten. Also, machen wir mal eine 6 rein. Ganz entspannter Fall. Ganz entspannter. Was sag ich das? Schicken wir mal ab den Flummi. Wie Herr Sablowski immer sagen würde, der heute leider nicht da ist, ist verhindert. Man weiß nicht wieso, aber er ist nicht da. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, war das jetzt der hier? Oh, das ist aber... Laut ist er, laut. Paul Ricard, meine Damen und Herren. Paul Ricard, was haben wir denn hier? Schauen wir doch mal, was in Paul Ricard passiert ist. Im guten Frankreich. Gibt
gibt es in Frankreich den besten Wein? Schauen wir doch mal rein. Machen wir mal eine Prognose. Wir fragen mal in den Saal, was passiert hier in diesem Konstrukt? Was wird jetzt hier passieren? Honda schießt den Honda ab, höre ich als Reinruf. Die Kurve kennen wir doch. Das sieht nach Tauchen aus. Fahrer machen so, Auto machen so. Da ist noch Platz dazwischen. Der Beamer von links. Der Beamer von links? Oh. Honda gegen die Wand. Honda gegen Honda, gegen Lambo. Naja, dann. Da hat aber einer richtig. Da war einer sehr, 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 sehr motiviert, würde ich sagen. Mein lieber Herr Gesangsverein, da war Druck auf dem Kessel. Ich denke, da wollte man zurück in die Zukunft. 80 Meilen pro Stunde, da wurde nochmal was in den Tank geschmissen. Junge, Junge, kam der mit Sprit an. Ja, gut. Ist halt auch ein Klassiker. Ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man sagen könnte, verbremst. Weiß ich nicht. Aber, naja, was willst du machen? Das ist auch 006, ne? Causing a Collision mit einem bisschen Verbremsi. Ganz entspannt. Hätte man ein bisschen früher bremsen können, an der Stelle. Hätte man verhindern können, ne? Also indem man da ein bisschen voraussichtlicher schaut. Wobei man auch dazu sagen muss, der Honda hat die Kurve doch sehr, ja. Ich würde nicht sagen grenzwertig genommen, aber er hat schon relativ früh gebremst. Also für die Verhältnisse war der Mercedes war nicht zu schnell. Er hätte sie normal nehmen können, hat aber leider auf den Vordermann nicht geachtet. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber das gibt jetzt 0,6 auf den Nacken der Staatsanwaltschaft. Was haben wir denn als nächstes? Nochmal Misano. Was passiert denn in Misano? Ein bisschen Brummen auf dem Ton, aber damit können wir ja um. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal. Sehr schöne Bildqualität. Da sind sehr viele Details an. Ist ein potenter Rechner. An den Frames kann es nicht liegen. Junge, sieht das Spiel gut aus. Ich brauche eine 4090. Das sieht ja viel besser aus als bei mir. Hör mal, guck dir das mal an, wie das aussieht. Jawollo, ich wusste gar nicht, dass ACC so gut aussehen kann. Oh, das wird auch ein Klassiker. Moment, wir müssen mal ganz kurz die Akten checken. Wer hat denn da jetzt wen reportet? Okay, der Aston Martin hat den Mercedes reportet.
Gut, müssen wir noch mal. Wir gucken das noch. Na, wir gucken noch mal. Du, das ist aber gar nicht so einfach. Also es ist erstmal Lab 1. Also ich würde jetzt dem, ehrlich gesagt, ich würde dem Mercedes hier kein... Ich bin mir gerade unschlüssig. Also, beide hätten das verhindern können. Beide hätten das verhindern können. Der Aston hat jetzt den Mercedes reported. Normalerweise, oder in diesem Fall, wenn wir das so werten würden, wäre das minus 1-0 für den Mercedes, weil causing a collision in Runde 1. Ich bin mir hier aber an der Stelle ehrlich gesagt nicht so sicher, weil normalerweise fährt man ja jetzt hier die Kurve sehr, sehr weit und der Aston geht da rein. Und der Mercedes fährt normal seine Linie runter. Sind wir dabei causing a collision? Weil ich sehe bei Mercedes auch nicht irgendwie, dass der großartig mehr einlenkt oder versucht, den abzudrängen. Für mich, also für mich in meinen Augen, ist das mehr so ein Race-Incident. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Staatsanwaltschaft hat plädiert für den Aston, und der Mercedes würde eine 1-0 abgezogen kriegen. Damit würde ich aber nicht d'accord gehen. Da ich aber nicht die alleinige Herrschaft habe, das zu entscheiden, würde ich das ehrlich gesagt nochmal einer unabhängigen Partei geben, die sich das anguckt. Weil ich würde ehrlich gesagt, ich würde da nicht 1-0 geben, sondern eher no further action, weil beide sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also auch der Aston schon beim Anbremsen nicht. Weiß nicht. Also ich würde das, glaube ich, nochmal von der unabhängigen Partei durchschauen lassen. Hm.
hier reportete Aston den Mercedes und der Mercedes wäre laut Staatsanwaltschaft mit 1-0 zu bestrafen. 1-0 minus Safety Rating. Also ich würde nochmal jemanden drüber gucken lassen. Ich würde nochmal jemanden drüber gucken lassen, einfach um eine unabhängige Meinung diesbezüglich zu kriegen. Weil, ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin mehr so tendierend zu no further action. Wie gesagt, da ich aber nicht alles alleine entscheiden kann und hier sagen kann, einfach komm, wir hauen das jetzt über den Haufen und wir machen no further action. Da muss noch mal jemand gucken. Da muss noch mal jemand gucken. Ich reiche das mal ganz kurz weiter. So, ich habe den Fall mal weitergegeben. Siehst du, ist gar nicht, manchmal ist es wirklich nicht simpel und das sehen wir in jeder Folge. Das sehen wir in jeder Folge, Dings zu sein. Rico. Also es ist immer gut, wenn mehrere Augen sich das ansehen. Moment, verstehe ich das richtig? Erst reindiven und dann reporten? Ja, das hast du gerade richtig gesehen. Oh, wir haben noch mal ein ähnliches Fahrzeug. Auch auf Misano. Moment. Moment, es ist dieselbe Person, by the way. Es ist dieselbe Person. Also, Moment. Also erst machst du das, was der Porsche hier macht und reportest den Porsche dafür, dass er das macht. 5 Kurven vorher machst du genau dasselbe wie der Porsche. Das ist übrigens dieselbe Runde, by the way. Das ist dieselbe Runde. Okay. Also hier ist das für mich ganz, ganz klar NFA. Vor allen Dingen, wenn wir uns das hier mal angucken. Huh. Nee. Also da sind wir uns einig, das ist NFA. Also ein bisschen Lackaustausch haben wir. Ein bisschen Lackaustausch muss ja sein. Der andere Fall, okay, da kann man sich vielleicht noch ein bisschen drüber unterhalten und ein bisschen diskutieren. Aber das hier ist auf jeden Fall no further action. Also, man kann es ja übertreiben. Vor allen Dingen, was ich jetzt daran gerade so interessant finde, und ich möchte jetzt niemanden da irgendwie durch den Kakao ziehen, dass man das in der einen Situation so wertet und in der anderen Situation so wertet. Also man hat sich rausgedreht, da wird das kritisiert beim anderen. Also das ist für mich wirklich, wahrscheinlich, kann sein, dass er einen schlechten Tag hatte. Und den haben wir alle. Wir haben alle mal einen schlechten Tag, das ist überhaupt nicht schlimm. Und dafür gibt es ja die Jury, nicht wahr? Die Unabhängige. So, wo sind wir denn hier? Du ahnst es nicht.
Du ahnst es nicht. Er muss einen schlechten Tag gehabt haben. Okay. Oh, okay. Das ist wieder so ein Ding, wo ich mich frage, und das meine ich an keiner Stelle irgendwie abwertend oder böse. Man fährt ja im realen Leben auch Auto. Also nehme ich mal an, dass ein Großteil der Menschen, die hier teilnehmen, im realen Leben auch Auto fahren. Haben diese Menschen im realen Leben auch so eine Reaktionszeit wie der Mercedes? Weil beispielsweise, nur mal für mich und für euch jetzt hier zur Erklärung, was ich mir gerade bei dem Fall denke, ja? Also wir fahren jetzt hier drauf los. Wir sehen das jetzt hier. Das hier. Wir sehen, dass da vorne vor uns einer bremst. Wir sehen Millisekunden später den Aston bremsen. Und wir reagieren darauf nicht? Jetzt wird gebremst. Also mal für euch als Tipp, ne? Und ich, also nochmal, ich meine das niemals abwerten und ich möchte mich über niemanden an der Stelle lustig machen. Ne? Gar nicht. Null. Ist nicht meine Intention. Wenn ihr da draußen beim Fahren jemanden seht, dass der auf die Bremse tritt, du musst ja nicht volles Brikett in die Bremse treten. Also du musst nicht 100%, aber die Bremse zumindest schleifen lassen und ein bisschen verlangsamen lassen als Reaktion, dass man sehen kann, ey, okay, da passiert was, ich muss drauf reagieren. Und lupfen ist nicht reagieren. Das kann der Mercedes nicht sehen. Das kann der Mercedes sowas von sehen. Das kann der Mercedes sowas von sehen. Das kann er nicht sehen. Hier wäre der Punkt, wo ich auf die Bremse treten würde, weil die Rücklichter gehen an. Die Rücklichter gehen 100% an und er lupft nur. Jetzt siehst du das da. Und du trittst immer noch nicht auf die Bremse. Jetzt siehst du das hier und du trittst immer noch nicht auf die Bremse. Jetzt trittst du auf die Bremse. Also, pass auf. Lieb gemeinter Rat für Runde 1. Generell, Runde 1 passiert das sehr häufig. Ich würde in Runde 1 immer einen Fuß auf der Bremse haben. Immer. Und als Grundregel, wenn man reinfährt, die Bremspunkte niemals so wählen wie im Optimalfall. Lieber ein bisschen früher bremsen, dafür irgendwie 75% oder ein bisschen schleifen lassen oder whatever, dass du genug Zeit hast zu reagieren. Weil in den wenigsten Fällen kommst du mit Vollgas durch. Du kommst eher besser durch. Also jetzt mal nur als Beispiel, wenn wir das hier nehmen. Wenn er jetzt gebremst hätte und ein bisschen nach links ausgewichen wäre, hätte er locker 3 bis 4 Plätze gut machen können. Weil dann hätte er am Aston vorbeifahren können, er hätte am Ferrari vorbeifahren können und er hätte auch noch am Aston vorbeifahren können. Weil er war schneller, ne, an der Stelle. Mit ein bisschen Bremsen wäre er auf die Außenbahn gekommen und dann hätte er vorbeifahren können. Also manchmal ist es sinnvoller, langsamer zu fahren und ist damit schneller, als schneller zu fahren und langsamer zu sein. Also immer schön auf den Vordermann achten, ne? Also schon auf Bremspunkte achten, aber immer die Lichter im Auge behalten. Und gerade wenn man Kurven fährt, ne, beim Start und du bist nicht auf P1, dann kannst du hier diese Kurven beispielsweise nehmen, um reinzuschauen, was vorne passiert. Ne, wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, der Ferrari oder der Aston, das ist ja jetzt nicht von einfach so gekommen.
Ne? Also der Aston steht da ja nicht einfach so schräg gerade. Also entweder hat der Ferrari ihn rausgeschoben, was durchaus passieren kann, oder er ist halt durch das Curb hier weggeflogen, weil er SUV-Federung drin hat. Ne? Dann kannst du das ja beim Kurve einfahren schon erblicken. Das heißt, wenn du am Anfang fährst, das ist super schwierig und das weiß ich auch und das kommt erst mit der Routine. Wenn du da drinnen sitzt, versuch nicht immer nur stur in eine Richtung zu gucken und stur deinen Stiefel runterzufahren, also das, was du halt trainierst auf einer leeren Strecke, sondern behalte in Millisekunden und Sekunden immer alles im Blick. Mal in die Kurve reingucken, mal nach vorne gucken und dann auf die Bremspunkte gucken. Aber die Umgebung etwas im Blick behalten, dass man nicht nur stur einfach fährt und sein Auto kontrolliert. Einfach ein bisschen offener fahren. Am Anfang, wie gesagt, man kann auch langsamer fahren. Man muss da nicht volles Brikett durchfahren. Ne? Aber völlig gerechtfertigt ist, das ist, Entschuldigung, das ist eine 1-0, das ist eine Collision in Lap 1. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Der Aston hatte wirklich einen schlechten Tag auf Misano. Der hatte wirklich einen sehr schlechten Tag. Ja, das. Der hat nicht so viel Spaß gehabt an dem Tag, glaube ich, in seinen Rennerfahrungen. Und weil ich das gerade lese und das nochmal vorlesen möchte, naja, hier ist aber auch immer leichter gesagt, als im Auto in der Situation zu entscheiden. Aber Bremspunkte gebe ich dir recht. Das ist absolut richtig, dass das im Autofahren definitiv etwas anderes ist, weil da sehr viel passiert. Nichtsdestotrotz möchte man ja ein bisschen den Leuten den Hinweis geben, was man hätte besser machen können oder anders machen kann. Ne? Weil wir haben ja alle mal angefangen und also wir haben wirklich alle mal angefangen und es war für uns alle schwierig, auf das Umfeld zu achten. Nur wenn man je früher einem jemand einen Tipp gibt, was man besser machen könnte in der Situation, desto besser. Ne? Also das soll jetzt auch nicht verurteilend sein, dass dieser Mensch jetzt irgendwie der schlechteste Fahrer der Welt ist, weil wir machen das alle noch. Also selbst in den hohen Ligen machen Menschen solche Fehler. Nichtsdestotrotz kann man sich ja über die Fehler unterhalten, was man theoretisch machen könnte, weil dann ändert sich ja auch der Gedankengang dahinter, der da drin steckt. So, gucken wir mal rein. Unsere Lieblingsstrecke. Paul Ricard. Das sieht auch schon wieder nach Runde 1 aus. Ich weiß ja, was passiert. Zack! Marga, da hätte ich aber auch echt die Schnauze voll, ne? Bin ich ehrlich. Da hätte ich wirklich die Schnauze voll. Wisst ihr, das ist so eine Situation, die kann jedem mal passieren. Ne? Also jeder kann sich mal verschätzen. Das ist uns allen schon mal passiert. Aber jetzt stellt euch mal vor, du fährst LFM, tagsüber hast du nur Splits, wo die ganzen Aliens drin sind, also die Raketen. Du startest immer von 10, 10 bis 20, bist immer Mittelfeld und dann hast du so ein Rennen und platzierst dich auf 2. Und denkst du so, geil, Alter, endlich, ich komme einfach easy Can I get peasy. a? DC Wiggle, moin. Oder so. Und du hast einfach eine Strecke, hast einfach ein Rennen, wo du dich vorne platzierst und freust dir ein Loch in den Arsch, dass du wirklich durchkommst. Und dann bist du auf P2 und denkst dir, geil, kein Carnage, juhu, freie Fahrt. Und dann schießt dich einer auf P2 ab. Und ich fühle diesen Schmerz gerade so, so sehr, weil mir das auch einmal passiert ist. Ich fühle den Schmerz sehr. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, das kann jedem mal passieren. Und um das mal in Relation zu setzen, du fährst, sage ich mal, am Tag 4 Rennen und in den seltensten Fällen sind dieselben Mitfahrer mit drinne.
Und in jedem Rennen kann einer sein, der einen schlechten Tag hat. An der Stelle, was könnte man jetzt machen, um das besser zu machen? Oder sicherer? Als kleiner Tipp. Also erstmal, hier wird nicht mal zu spät gebremst. Der Bremspunkt war vollkommen okay und er ist auch gut um die Kurve gekommen. Er hätte ein bisschen weiter links fahren können, um Platz zu lassen. Ne? Also aus seiner Perspektive. Aus der Perspektive des Ferraris wäre es super schlau gewesen, sich in der Mitte zu positionieren. Also für euch auch gerade mal, falls ihr noch nicht so viel fahren solltet, manchmal ist es sinnvoller, die Ideallinie abzugeben, um einfach nach hinten solchen Quatsch nicht zuzulassen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit haben solltest, bei einem Start gut wegzukommen, dann versuch dich in die Mitte zu orientieren, weil er hätte hier noch ranfahren können und hätte ihm damit sozusagen ein bisschen den Weg dicht machen können. Wenn du Glück hast, sieht der McLaren das und schiebt sich auch noch ein Stück nach drüben und damit ist dieser Kindergeburtstag vorbei. Also wenn es geht, beim Start wirklich so defensiv, wie es geht, fahren und das dicht machen. Also gerade wenn man auf der Außenbahn fährt, was der Ideallinie ist, versuchen Menschen innen drinnen nochmal reinzugehen. Ne? Und so hätte man beispielsweise die Wahrscheinlichkeit etwas verringern können, indem man ein bisschen defensiver fährt, um die Innenbahn zuzumachen. Und das ist wieder logisch, es ist wieder nur Theorie. Wenn man im Auto sitzt, ist das immer was anderes. Das muss ich erstmal wieder, wie soll ich sagen, in den Körper einpflegen, dass man das automatisch macht. Aber nur, dass ich es mal gehört habe. Ja, das ist auf jeden Fall eine 1-0 auf dem Nacken. Das ist eine Collision in Lap 1. So. Hauen wir den Apparat mal durch. Was haben wir denn als nächstes? Schauen wir mal. Das wäre Misano nochmal. Mhm. Was haben wir denn in Misano? Oh, was hören wir denn da für ein Schickischmicki-Auto? Geht das? Ist das anonymisiert? Sollte passen, yes. Was passiert denn hier? Okay, können wir nicht bearbeiten. Habe ich gerade. Ich war so vertieft. Danke. Können wir nicht bearbeiten. Geht nicht. Den hätte ich jetzt gerne mit euch besprochen, Chat. Das können wir nicht machen. Da können wir nicht judgen. Wir sind ja hier anonym unterwegs, damit die Menschen nicht später sich beschweren, dass sie öffentlich denunziert wurden. Das ist ja nicht unsere... Das könnte auch knapp werden. Moment, wir gucken mal kurz. Nee, das sollte hoffentlich passen. Gut, schauen wir mal. Das haut hin. Ja.
Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, wer hier wen. Also der Porsche, reportet hier den Honda. So, der Porsche verliert aber hier das Auto und fährt nach rechts. Also auf den Honda drauf. Ich würde mal ganz ehrlich sagen, klassisch No Further Action. Weil, was soll denn der Honda jetzt machen? Der Honda fährt da in der Mitte, gibt. Also, das ist No Further Action. Nee. Das kann man, also, sag mal, es ist ja. Wir müssen es ja nun nicht übertreiben hier. Aber das finde ich auch sehr interessant, dass das gerade. Reported wird auch an der Stelle. Weil ich sag mal, ein bisschen Selbsteinschätzung sollte ja vorhanden sein, dass man sich sagt so, na ja, das war jetzt wohl nicht so gelungen. Moment, wir schauen mal in die Akten, was wir jetzt noch haben hier. Da ist er. Okay. Was haben wir denn hier? Causing a collision. Also jetzt mal kurz unter uns, ne? Habe ich die letzten. Das ist hier ein Honda, oder? Seit wann sieht denn der hier hinten so wild aus? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Ei, das ist aber leise. Das ist der gleiche Aston, by the way. Doch, das ist der Aston. Den sehen wir heute zum dritten Mal. Nee, das ist nicht der Essen von gestern. Nein. Nein, nein. Ist dasselbe wie beim Porsche, Leute. Ne? Also, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Nee, das ist falsch. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, verliert der Porsche sein Heck. So. Und dadurch fährt er jetzt rechts rüber. Da kann der Aston nicht wirklich viel dafür. Es ist wie beim Porsche. Es ist auch no further action. So, da kann man jetzt sagen, okay, der war schon das vierte, fünfte Mal war der hier, aber da kann er nur wirklich nichts wegen. Nein. Das ist no further action. Da passiert nichts. Der Porsche, der ein Honda ist. Ja, im Fall davor, Knuddelmonster, war es ein Porsche, der genau dasselbe Problem hatte.
Und deswegen wie beim Porsche. Ne? Kleiner Klugscheißer. Wenn wir schon da draußen von der Sitze reinrufen, dann schon richtig. Wa? So. Sie kleiner süßer Fratzke. Das sind mir die Liebsten. Wissen Sie? Draußen. Von der Sitze. Aber das ist doch ein Honda, gar kein Porsche! Ich habe zwar nicht zugehört, was Sie die letzten drei Sätze gesagt haben, aber ich rufe trotzdem mal rein, weil ich will auch mal Screentime haben. Bin ich jetzt bei Jutke Dizzy? So. Imitation fertig. Nun gut, ab in den nächsten Fall. Was haben wir denn? Wo geht's denn hin, meine Damen und Herren? Paul Ricard? Was haben wir denn in Paul Ricard Schönes? Ui, 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 Klassiker. Klassiker. Einfach ein Klassiker. Einfach ein Klassiker. Ist ein Klassiker. Ist übrigens passiert jedem einmal in seiner ganzen Karriere. Macht man nicht. Ist wirklich Quark. Ja, es ist absolut verlockend. Ich sag's, liebe Geschworenen, wollte ich gerade sagen, also Menschen da hinten auf der Rücksitzbank, die mich gerade korrigiert haben, dass ich wirklich Porsche gesagt habe, ich die Imitation trotzdem für den Unterhaltungswerk mit reinmachen wollte, damit, naja, ich sag's, wie es ist, damit das hier auch mal ein bisschen unterhaltsam wird, ja? Schöne Grüße gehen da raus. Nun aber zurück zu diesem Fall hier. Das ist wirklich eine Stelle, die sehr, sehr einladend ist, um da reinzugehen. Weil es sieht immer so aus, als wenn da ein Scheunentor offen ist. Immer. Es sieht wirklich immer so aus, als wenn da so viel Platz ist. Was aber aufgrund der Linie, die dort gefahren ist, gar nicht so ist. Weil, wenn wir uns das jetzt mal hier von oben ansehen, die Möglichkeit haben wir ja hier, dann sieht das so aus, als wenn du da reingehen könntest. Kannst du aber nicht, weil hier vorne ist er schon in der Anbremszone. Er bremst schon an und ist quasi schon am Einlenken. Nee, das ist halt leider ein bisschen schon Divi-Schmeivi. Das ist schon ein bisschen Divi-Schmeivi. Und in der Kurve, wie gesagt, das wird jedem von euch in dieser Kurve einmal. In eurer Karriere wird euch das passieren, dass ihr denkt, dass ihr da reingehen könnt. Ich sag mal so, man kann das machen, kann man? Also kann man wirklich machen, aber dann muss der andere mitspielen. Und wenn der andere nicht mitspielt, also das sollte man dann immer ein bisschen beobachten, wenn man den hinterher fährt, ob er mitspielt oder nicht, dann kann man da reingehen. Würde ich aber nicht machen. Das ist übrigens nur 06 Causing a Collision, wird auch geahndet. Das war ja schon ein bisschen Tiefseetauchen. So, ich hoffe, wir kommen nochmal nach Paul Richard. Paul Richard. Oh, mein Wunsch wurde erhört. So, was haben wir denn hier? Schauen wir mal. Wir sitzen in einem anderen Auto mal drinnen. Nicht die üblichen und gängigen. Es ist ausnahmsweise mal ein Audi. Let's fetz. Oh, absoluter Fünfhead-Move. Oh, absoluter Fünfhead-Move. Wird weggeschoben. Wird weggeschoben von rechts.
Oh, schade. Das wäre ein richtiger Fünfhead-Move gewesen. Oh, schade, schade, schade. Obwohl er schon vorne war. Er war schon vorne, also er war schon vor dem BMW. Also man kann nicht sagen, er wurde abgedrängt oder er hat ihn abgedrängt. Oh, das hätte ich dem Audi wirklich gegönnt. Das war wirklich ganz schön ausgeführt. Oh, ist das ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Schade. Naja, also der BMW hat trotzdem noch reagiert, ne? Also er hat später noch, also er hat noch gebremst, aber was will er jetzt machen? Was will er jetzt machen? Da hat der BMW sich ein bisschen verschätzt. Der Platz war da für BMW. Der war da. Naja, Chat. Publikum. Joren. Und wie wir sie alle nennen. Das ist eine 1-0. Causing a collision in Lap 1. Sagt, ihr wisst ja jetzt, könnte man sagen, hätte Fahrradkette, hätte mehr Platz lassen können. Hätte mehr Platz lassen können, weil drei Mann wide sind. Hätte bremsen können. Man kann in beide Richtungen argumentieren an der Stelle. Aber wie es halt auch immer so ist, ne? Als Hinterherfahrender musst du halt auf deinen Vordermann achten. Es gibt wirklich ganz, ganz wenig Fälle, wo man anders argumentieren kann. Also in mehr als, ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, mehr als 90% der Fälle ist der Hintermann schuld. Das ist blöd an manchen Stellen, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Und der BMW hätte hier an der Stelle aufpassen müssen. So, aber wir gehen mal wieder nach Misano, Schmisano. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Wir hatten doch eben zwei Fälle, wo der Vordermann schuld war. Ich glaube nicht an die 90%, doch. Ich denke an mehr. Also ich würde schon sagen, dass 90% der Fälle ist der Hintermann schuld. In den seltensten Fällen. Aber hier ist auch der Vordermann schuld. Hier ist auf jeden Fall der Vordermann schuld. Der Porsche bremst eindeutig viel zu früh. Sieht man auch. Nein, natürlich nicht. Ist super, also sowas sehen wir relativ häufig auch bei Judge Dizzy. Sowas sehen wir wirklich relativ häufig bei Judge Dizzy, weil das einer der, also das ist wirklich einer der populärsten Fälle, die so passieren können, dass man, dass der Vordermann die Kurve nicht so gut bekommen hat und der Hintermann kommt einfach mit so viel Schmackes an, dass er das nicht mehr abfangen kann und das auch ein bisschen falsch einschätzt. Und das passiert dir selbst noch, wenn du 3000 Stunden fährst. So. Hier kann ich aber sagen, es war nicht, und ich wiederhole, nicht Terrorwurm. Es war nicht Terrorwurm und der kriegt jetzt hier keine 7 Tage, denn es ist einfach nur 0,6 Causing a Collision. Ganz entspannt. Also was heißt entspannt? Es ist eine Strafe. So. Wir haben jetzt hier noch drei Fälle. Das könnte noch ein Feuerwerk geben heute. Was passiert denn hier?
Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber damit nicht. Was? Moment. Hier ist eine Straße und du fährst da über den Rasen? What? Okay, pass mal auf. Wir gehen mal kurz in die Akten. Wir gehen mal kurz in die Akten rein. Der letzte Vorfall war 2022. Ich würde hier an der Stelle davon absehen, da volle Esse reinzuhalten. Würde ich wirklich davon absehen. Gefahren wurden 90 Rennen. 22 letzter. Das ist wirklich ein guter Schnitt eigentlich. Und die Tendenz vom Safety Rating sieht eigentlich auch gut aus. Und sie geht steil. Ich würde davon abraten, da mal durchzuknallen. Das ist causing a collision in causing a collision in Lab 1 und ein Unsafe Rejoin. Ja. Aber keine Massenkollision oder sonstiges dergleichen. Das ist eine 1-0. Also mehr als ein gibt es nicht danach. Also nach einem Safety Rating würde drei Tage Bann kommen. Ja, es ist gütig. Man muss aber wirklich bedenken, bei 90 Rennen, ein Report, der war 2022, die Safety-Rating-Kurve steigt an, das heißt, über die Zeit hat er sich verbessert. Ne? Also sowas müssen wir auch immer noch ein bisschen mit einbeziehen. Man kann jetzt nichts links, rechts, oben, unten irgendwie drei Tage Hammer schmeißen. Zumal hier auch erstmal, also ja, einer wurde abgeschossen, aber es gab keinen Massencrash etc. pp. Ne? So. Und wir müssen ja auch mit den Regeln arbeiten und das haben wir ja jede Season und auch jede Season, falls die Leute das beobachtet haben, werden die Strafen immer wieder angepasst. Das heißt, auch sowas ist für uns wieder Präzedenzfall, wo man sagen kann, hey, vielleicht sollten wir nochmal ein Tagebann für mit einführen. Ein Tagebann und ein SR. Weil drei, ne? Can I get dass man das. Oh, ja. DC, hey. Dass man das ein bisschen aufstaffeln kann. Weil eins ist auch ein bisschen wenig, gebe ich. Also nur ein Safety Rating ist ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, mehr gibt das Gesetzbuch an der Stelle nicht her. Was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt hier? Ich möchte ganz kurz mal festhalten. Ich möchte einmal ganz kurz festhalten. Der Ferrari ist Platz 22 und der McLaren ist Platz 13.
So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wer hier wen reportet. Der McLaren reportet den Ferrari. Für mich jetzt gerade, aus meiner Sicht, scheinbar, und das ist nur eine Mutmaßung, ist der Ferrari ein bisschen schneller unterwegs als der McLaren. Blaue Flagge hat auch das Anrecht zu überholen. Ne? Die nehmen ja auch am Rennen teil. An der Stelle ist der Ferrari ja schon ein Stückchen dran vorbei. Also der ist ja wahrlich besser rausgekommen. Ist eine gar nicht so einfache Situation. So, aber der McLaren, also die hätten da beide dicke durch die Kurve durchgepasst. Die hätten da beide dicke durch die Kurve durchgepasst. Aber der McLaren, der zieht ja volles Brikett einfach total stumpf rüber. Also der zieht ja wirklich stumpf auf der Linie da rein. Und das ist ja schon doch ein bisschen sinnbefreit eigentlich. Hätte der Fefe die Kurve gekriegt? Hätte. Dicke. Dicke. Doch, hätte. Also, es ist halt wieder so eine große, ist wieder so eine große Diskussion und ein dickes Pipapo. Ich sag mal so, für mich haben sich hier beide nicht mit Ruhm bekleckert. Ich würde hier auf No Further Action plädieren. Weil der McLaren hat jetzt den Ferrari reported, aber der McLaren hat sich jetzt nur auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert mit seiner Fahrweise. So. Also würde ich persönlich auf No Further Action gehen. So, und bevor jetzt im Saal die Leute losschreien. Ja, er war schon eine Runde hinterher. Also er wurde überrundet. Was an der Stelle nicht bedeutet, dass diese Leute am Rennen nicht mehr teilnehmen dürfen. Das heißt, man muss auch Menschen die Möglichkeit geben, sich wieder zurückzurunden und ins Rennen zurückzukommen. Es gibt Menschen, die sind so, ey, nach mir die Sintflut, du hast schon eine Runde verloren, ich lasse dich nicht durch, ist mir egal, ob du schneller bist oder nicht.
Das ist nicht unbedingt eine gute Einstellung, weil das in der langen Sicht, je mehr Runden du fährst, richtig beschissen sein kann für dich, weil du immer. Twitch Prime. It's not a crime. Weil du immer jemanden im Nacken hast und dann vielleicht ein bisschen Pech hast. Und ihr zu so einem Kontakt kommen. Viel cleverer wäre es, wirklich viel cleverer wäre es, den vorfahren zu lassen und dich ziehen zu lassen. Weil du hast dann permanent Windschatten und kannst da hinterher juckeln. Ne? Also ein bisschen Rennintelligenz ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, zwischendurch das mal wirken zu lassen, solche Situationen. Manchmal ist es halt clever, Leute auch mal durchzulassen. So. Chat. Juroren. Juroren. Wenn ich das lese, ich lese kurz vor. Unsportsmanlike conduct. Das riecht nach Pause. Das riecht nach Pause. Können wir also da draußen die Leute, die jetzt Gerichtssicherheit, hier drin ist jemand, der heißt Flaxos. Der hat sich gerade so ein bisschen über meine Beschreibung witzig gemacht und Sie wissen ja, mit dem Richter ist ja nicht so. Ne? Können Sie da vielleicht mal, ja genau, können Sie ihm kurz mal Bescheid geben? Du hast die Fresse. Genau, danke. Das ist super lieb von dir. Und vielleicht den anderen Warnhinweis wäre das auch noch eine Möglichkeit, dass wir den auch noch mal kurz, ja? Okay, super, schön. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. So, wir können ja dann weitermachen, denke ich mal. Ne? Dankeschön. Haben sie Scheiße gebaut? Die Ingenieure, die Studierten. Gut, gucken wir mal. Moment, habt ihr das auch gerade gesehen? Der ist aus dem Bild verschwunden und auf einmal ist er ganz woanders wieder aufgetaucht? Habt ihr das auch gesehen? Das ist doch schwarze Magie! Das ist doch schwarze Magie, ist das doch! Aus Bild? Und da ist er wieder. Sage mal.
Ich möchte übrigens ganz kurz anmerken, dass hier ist nicht der, der Staatssicherheitsmann DT Alex. Er war es nicht. Okay? Also für die Menschen da draußen im Saal, die eventuell denken könnten, das war DT Alex, nein, er ist es nicht. Ja, meine Damen und Herren, das gibt 3 Tage Pause. Das gibt 3 Tage Pause. Ja, da geht's in den Urlaub, weil abkürzen, schwierig. Also ich sag mal so, wenn man noch verlangsamt würde, ne, und er wäre vorbeigefahren, okay? Sagen wir, der Aston wäre jetzt in dem Fall durchgekommen. Und er hätte ihn überholt. Dann wäre das gar kein Problem gewesen. Weil dann hätte man sagen können, jo, hast abgekürzt, aber hast genug runtergebremst, dass er die Möglichkeit hat, dich aufzuholen. Ne? Weil das wäre normalerweise der Fall gewesen. Weil der Aston ist wirklich gut durchgekommen. Aber so... Das ist ja auch so eine bewusste Entscheidung gewesen. Also man hat ja auch gesehen, er fährt in die Kurve rein und dann so, schaffe ich nicht, ich fahre nach links. Und dann hat er ein bisschen gebremst, aber ja, das war's dann auch. Das gibt 3 Tage Pause und ein Safety-Rating abgezogen. Oh, meine Damen und Herren, ich zeige sehr gerne nochmal die Bremslinie. Oh, ich habe was im Auge. Moment. Ja, hier. So. Jetzt merkt er, er kriegt's nicht. Jetzt fährt er nach links. Bremst noch mal ganz kurz. Nee. Also er hätte noch länger bremsen können. Hier und wäre dicke rumgekommen. Also er hätte da bleiben können, noch mehr bremsen. Dann hätte er den Aston durchlassen müssen. Hat sich halt verbremst. Tilti, nee, entschuldigen Sie bitte. Ich meine, Herr Tiltlord, es ist leider nicht möglich, den Chat durchsichtig zu machen, aufgrund der Anonymisierungsklausel von Jutke Dizzy. Ich kann Ihnen leider nicht zeigen, wer an diesem Rennen teilnimmt, geschweige denn, wer der Reportete bzw. der Reportende ist. Weil dahinter befinden sich alle Namen, die an diesem Rennen teilgenommen haben und das funktioniert leider nicht. Deswegen haben wir uns mit der LFM darauf geeinigt, damit wir das überhaupt machen können, um einen gewissen Lerneffekt zu haben, müssen wir ein bisschen was beschneiden. Und in den Reports, in denen man das sieht, weil Herr Jutke manchmal ein Idiot ist, wird es nicht bearbeitet und es verschwindet im Archiv. So, aber das sind 3 Tage Pause, weil es ist halt schon... Ist halt schon ein Cut.
So. Und damit ist unsere Liste der Akten, die wir heute zur Verfügung hatten, durch. Es waren simple Fälle dabei, weniger diskussionswürdige Fälle dabei. Wir konnten ein bisschen Wissen vermitteln. Herr Sablowski war heute mal wieder nicht dabei. Es ist im Grunde genommen nichts Neues, aber man kann es trotzdem mal erwähnen. Und wenn der Herr Sablowski aus seinem Fadi-Urlaub mal wiederkommt, dann wird er hier auch mal wieder der ganzen Veranstaltung beiwohnen. Sie würde ich gerne dazu einladen, nächsten Monat zur selben Zeit vorbeizuschauen und sich die nächste Folge reinzuziehen. Wir wissen noch nicht, ob der Hammer geschwungen wird oder ob mehr geschoben wird, ob abgekürzt wird oder ob doch noch irgendwas Gutes passiert. Finden Sie das einfach raus. In 4 Wochen zur nächsten Folge. Tschüss. Na, hat dir die Folge gefallen? Lass mich das doch mal in den Kommentaren wissen. Und dann hämmerst du noch auf die Glocke drauf, währenddessen du abonnierst. Und dann lässt du noch ein Däumchen da, hoch oder runter. Und dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Bis dann.